Blub, hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Ja, wir haben das letzte Mal den Ground Slam Templar angefangen und jetzt gehen wir weiter in die Submerged Passage und kloppen weiter. Gruß. Stark. Ja. Auf die Monster. Die kann man so töten. Was auch noch gut reinhaut. Aber lieber mit dem Skill. Haha. Ich habe ein neues Legendary gefunden, was ich schon mal hatte. Was war das jetzt schon wieder? Ich muss kurz überlegen. Ah, die Schuhe waren das. Die Schuhe mit bei wenig Leben 100% mehr IER. Und sonst leider nur Schrott. Weil ich natürlich nicht so viel Ding habe, Zeit habe und eben IER, um ja, Unix aus dem Monster rauszuschlagen. So, jetzt sind wir schon hier mit 18% Physical Damage recht gut. Und wir haben die überfluteten und die gefluteten Tiefen. Hier oben ist nichts, ne? Ja, aber ich bin ja im Livestream eigentlich recht viel unterwegs. Ich habe leider gestern keinen Livestream machen können. Also am Freitag, den 13. Juni, wo Vollmond noch war. Aber mir sind solche Tage eigentlich egal. Bei mir ist sogar Weihnachten nichts Besonderes. Da genieße ich die Ruhe alleine. Weil ich ja nicht katholisch oder reformiert bin. Nicht christlich. Auch nicht andere Religionen, also am meisten nur ein bisschen Buddhismus. Aber da kacke ich auf die Brüche und so. Ist ein bisschen böse ausgedrückt, ich weiß, aber ja, sozusagen, ich interessiere mich nicht dafür. Ich interessiere mich nur dafür, dass es wenigstens die beste Religion für mich ist und mehr nicht. So, wo haben wir denn den kleinen Wurm? Weg damit. Da ist er. Die Krabbe mit dem großen Schwanz. Einen Tribal Club nehmen wir nicht mit. Sweep. Level up. Gut. Dann zurück. Und noch einen Skillpunkt, bitte. So, hopp. Jetzt Maximum Life, sehr wichtig. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Da gehen wir direkt nach oben und der hat irgendwie eine komische Rüstung. Was ist das? Um den Ding. Um die Taille. Sieht komisch aus. Also ja, Path of Exile macht mir momentan extrem viel Spaß. Und ich hoffe es euch auch. Und ja, ich werde natürlich jetzt langsam vorwärts machen. Weil ich habe ja jetzt einen super Charakter. Und der hier ist auch nicht schlecht. Halt nicht zum MFen, aber zum Weiterkommen vielleicht. Und ja. Wenn wir eigentlich relativ viel aushalten, können wir eigentlich auch gut durch Akt 3 kommen und dann ist Cruel
eigentlich nicht mehr so schwer. Also es steigert sich halt nicht mehr der Schwierigkeitsgrad so extrem, weil wir natürlich bessere Items tragen können und alles mögliche. Ah, ich sehe schon den Ausgang. Und die Blutprinzessin ist down. 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 Jetzt nach oben, wir brauchen die Range. Hier nehmen wir noch die Kiste mit, wo nichts drin ist. Was wir leider wahrscheinlich nicht haben, ist die Increased Area Effect. Den Support Game, den haben wir nicht. Ich habe einen, aber der ist für den Feuersturm zu verwenden. Wenn wir einen extra finden, dann ist gut, ja. Aber ich glaube, wir brauchen nicht allzu viel Effektradius. Solange wir nicht überall in die großen Gegner reingehen. Und das reicht wahrscheinlich. Was wir haben, ist dann Schaden, weil wir haben ja einen Unique, der Explosionen auslöst, wenn ein Gegner stirbt. Und wir haben gute Knoten, die wir durchgehen können. Ach, ihr nervt. Geht weg. Ja, bei vielen Monstern wie hier ist er halt nicht so gut am Anfang, aber später dann. Ah ja, und Multistrike braucht man gar nicht, also kann man gut etwas Stärkeres reinbauen. Boom macht es richtig viel Boom. So. Also jetzt Crested Ding. Wie viel haben wir? Ein bisschen mehr. Ja, und die oben bei der Zauber, also bei der Witch müssen wir nicht nehmen. Das wäre so sinnlos, verschwendete Ding. Skillpunkte. Ne. Wir machen das auf vollen Schaden. Auf so viel Schaden wie möglich. Aber alle Knoten nehmen wir natürlich nicht mit. Nur die großen. Und die kleinen auf dem Weg. So, haben wir schon. Ja, wir haben ihn schon. Gut. Ein bisschen mehr Stun Duration. Wenn wir überhaupt Stun Rune nehmen. Aber ich denke, Stun-Rune wäre nicht schlecht. Oh, ist das schön. Die kleinen nehmen wir aber auch mit dem Area-Effekt, aber später können wir die rausnehmen. Eine Bärenfalle? Nein, nehmen wir nicht mit. Die findet man gleich am Anfang mit der Rangerin oder mit dem Shadow. Und die habe ich sowieso auf Lager. So, weiter 4. Elf Mana kosten. So, Kuruku, der falsche Gott. Stirb endlich. Ja, jetzt nächste Ebene. Die Klippen. Oh, Klimp. Keine Ahnung.
Müsste Klippen sein oder so irgendwas. Die erklimmenden Klippen. Hier gibt es ein paar nervige Gegner, wie zum Beispiel diese Feuerfüchse und die fliegenden Ziegenmenschen. Aus diesen jetzt nicht so schlimm. Wenn man gute Feuerresistenz hat, kann man auch das Moltenschild gut wegpacken. Aber das sind nur die Schamanen. Da oben sind die Krieger. Die fliegen am besten herum. Die setzen Leap Slam ein. Für uns kein Problem. Wir sind auch Tank ein bisschen, also so Off-Tank. So ein Champion, also so ein Charakter würde nicht schlecht als Champion in League of Legends. Aber wenn die nur würden die Erfahrung behalten nach dem Ding, nach dem Spiel, aber dann würde das Spiel eigentlich sinnlos sein und ich mag solche Genres überhaupt nicht. Ich habe zu viel von denen schon gespielt. Aber eigentlich nur lange League of Legends, kein anderes. Von den MOBAs. Aber eben mit Freunden macht es ultra viel Spaß und eventuell werde ich das manchmal auch im Livestream noch machen. Was übrigens jeden Tag um 8 Uhr ist, außer eben manchmal nicht. Vor allem am Anfang jetzt momentan nicht, vielleicht jeden Tag, weil ich gestern extrem viel zu tun hatte. Zum Beispiel mein Bett neu anziehen. Oh Gott, oh Gott. Es war eine Qual. Und alles mögliche. Und ich habe ja noch Fußball geschult. Wollte noch ein bisschen fit sein. Ja. Diese Kanter-Niederlage von Spanien war so cool. Ich habe einen Kollegen, der Ding ist Holländer. Dann bin ich ein bisschen mehr Holländer-Fan gewesen. Aber natürlich wird es nicht allen gefallen, vor allem den manchen Deutschen nicht, ich hoffe es. Ja, ich finde eigentlich beide gut, also ich bin nicht richtig Holland-Fan, aber ich fand es gut, dass Holland mal gewonnen hat und nicht Spanien, weil Spanien hat ja 2010 schon gewonnen im Final. So, noch ein bisschen Aria-Effekt. Hier ist nix. Ja, Holland. Man hat gesagt, dass sie hätten es schwer an der WM, aber ich glaube, die haben es eher leicht. Weil sie natürlich auch ein bisschen unterschätzt werden. Der war mal erledigt. Jetzt kommen noch die zwei kleinen dran. So. Pum und Pum und Pum, Mensch, Mann. Mach das, will Krach. Pum. Hier ist nix. Du kannst noch sterben. Und hier haben wir den Waypoint. Sehr schön. Wir gehen aber nicht zurück. Wir gehen weiter. Außer wir haben eine Keule zur Verfügung, aber nein, niemals. Ich kenne meine Keulen und die sind erst ab Level 22 oder 24 oder so. Also leider noch nicht jetzt. Und ich habe leider nur noch viel, also viel zu wenig habe ich eigentlich.
Ich habe viele einfach weggetan, weil ich Köln nicht mag. Und in der Gilde verschenkt. Aber ich hatte nie oft viele guten Keulen, also. Ich hatte zum Beispiel mal eine Keule, die ist ab Level 3 oder so gewesen und hat einen Skillpunkt mehr für Melee Games. Also ein Level mehr für Melee Games. Das ist der nicht, nein. Den habe ich leider weggelegt. Aber der war auch nicht besonders gut. Also eben die Games machen natürlich mehr Schaden dadurch. Wenn sie Melee Games sind. Und sonst nicht. Ah, hallo Sägebohne. Sägeknochen. Du bist eine Sägebohne. Ich sag's dir, wenn du eine Sägebohne bist, dann bist du eine Sägebohne. Also geh weg. Hopp. Stirb endlich. Gut. Ich liebe das falsch auszuspielen. Den habe ich so viel mal platt gemacht, als ich hier gerannt habe vor dem Livestream. Und auch während dem Livestream habe ich dann noch ein bisschen hier gelevelt. Aber das war, glaube ich, war das die Testaufnahme oder war das der erste Livestream? Keine Ahnung mehr. Oh, hier haben wir ganz viele. Wollen die alle sterben? Hallo, Desync-Probleme. Tja. Also jetzt gehen wir hier weiter. Hier müssen wir nicht entlang. Da wir eigentlich rein physisch machen, nur ein bisschen Failure-Support vielleicht mal bei später. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig noch. Weil, ja, wir müssen uns schon konzentrieren auf physisch, damit es noch genug Schaden macht, später. Viel Schaden. So, habt ihr es? Weg damit. Hier haben wir wieder einen Schrein, sehr schön. Ach, irgendwie nervt das ein bisschen. Die lange Angriffsgeschwindigkeit noch. So, jetzt. Geh weg. Aber bald haben wir eine höhere Angriffsgeschwindigkeit. Wir haben noch kein Level. Der Diabolist ist down. Eine Orb of Change. Ach, mal wieder nett. Ja, jetzt sind wir hier ringsum und haben den Ausgang nicht gefunden. Vielleicht unten rechts. Müsste eigentlich unten rechts sein. So, fast noch ein Level. Hoffentlich schaffen wir das noch in dieser Ebene. Ja, ich denke schon. Die halten recht viel aus, das ist nicht so gut. Na toll, hier ist der Eingang schon. Ich will das Level noch machen, bitte. Ja, ja. Ich glaube, wir schaffen das. Ja. Sehr schön. Gut. Dann machen wir hier noch das.
Wir machen alles, außer das Medley ist ein bisschen zu schwach. Resistenzen, Energie, Schild, Armor. Können wir eigentlich alles nehmen, oder? Da wir ja nicht bei denen gehen, das können wir dann später ändern. Also sollen wir bei Elementar Damage durchgehen? Nein, ich will schon ein bisschen mehr Armor haben. Das ist schon wichtig. So, jetzt haben wir die Blutspur, die müssen wir folgen. Und dann kommen wir zum Brutus. Machen wir so kaputt. Barake. Ja, nehmen wir mit und schmeißen ihn in die Gildentruhe. Ah, oh, schon wieder Einhand. Ich brauche kein Einhand. Nein, ich brauche keine Einhandwaffe. Was haben wir denn für Leben? 371. Ja. Schauen wir mal zurück in die Stadt. Fressen ein bisschen Schokolade. Ha. Angel. So, Angel legen wir hier irgendwo hin. Ja, hier haben wir wieder mal nur Schrott reingepackt. Den tun wir hier hin. Und identifizieren. Cold Games, nö. Nö. Nur Schrott. Und ist das besser? Okay, da könnten wir noch benutzen. So. Können wir mal irgendwas anderes rausnehmen? Ich habe da irgendwelche Sachen, die ich nicht brauche. Für Level 15, den lassen wir natürlich. Ja, den brauchen wir niemals. Weg damit. Der ist so hochlevelig. Tun wir lieber diese Rüssi hierher. Und hier könnten wir noch ein bisschen Cold Damage machen. Da wir sowieso nie voll live sind, nehmen wir doch diese Handschuhe. Und dann können wir hier nicht hier. Ja, diese Schuhe meine ich. Eine von beiden habe ich gefunden. Was habe ich sonst noch gefunden? Habe ich nicht noch einen Legendary gefunden? Hier nehme ich noch Fire Damage mit. Der ist 20%, ja. Das ist gut. Ja, ich weiß es nicht. Ah, diese Schuhe habe ich gefunden noch. Ja, ich denke, die waren Esedisse. Die habe ich auch recht neu, aber vor dem Livestream irgendwann mal gefunden. Die habe ich damals aber schon mal gehabt. War jetzt nichts Besonderes. So, und hier ist der 19er, ja. Ja. Clarity können wir mitnehmen. Brauchen wir jetzt aber noch nicht.
So, und dann hier noch. Ja, mehr gibt's nicht zum Verstehen. Nö, gibt nichts mehr. So, weiter geht's. Raus wieder hier. Jetzt machen wir mehr Schaden. Eisschaden, Feuerschaden. Gut. Ah ja, ich will noch mal kurz zurück. Nur schauen wir, ab wann der Hammer ist. 18, 22 oder... Nein, der war 28 oder... Nochmals kurz schauen. Was ist denn das für ein Vetter? Der hat den, die Rüstung da von diesem Kaum Combs Armor, glaube ich. Die ist recht nett. Wo ist unser Hammer? 22 ist er. Okay, dann haben wir noch ein bisschen zum Ding. Also. Ja, hier können wir eigentlich relativ schnell den Weg finden. Man muss nur auf einer Seite runtergehen. Das ist die Seite. Immer dort, wo es ein bisschen runter geht, ist eigentlich der Weg. Boom! Glasilhammer? Molten Strike. Ist wieder falsch. Irgendwie resettet sich immer die linke Maustaste. Das nervt ein bisschen. Die sollte doch bleiben. Ach, mach doch nicht immer so Kack-Moves. Nein, kein Dot. Kein Dot, das ist verboten. Töt mich nicht. Du Dotterblume. Weg damit, weg damit. Alles weg. Das ist ein bisschen kacke. Ihr scheißt doch nur auf mich rauf. Ihr Trottel. Puh. Und bang und bang und bang. Oh. Wieso finde ich... Wieso finde ich Items, die ich nicht brauche? Das sind doch die gleichen. Jetzt habe ich nochmal diese. Das ist doch ein Kacke. Kacke ist es. Für mich ist alles Kacke hier. Meine Chance zu finden ist momentan ein bisschen Kacke. Ach egal, weitersuchen. Aber es ist doch gut, dass wir ohne eigentlich Magic Find, viel Magic Find, ein Legendary gefunden haben. Oder Unique heißen sie hier, oder was? Ach Menno.
Wir müssen nach oben und dafür gehen wir ein bisschen schneller durch unseren Quicksilberflask. Sterbt, alle sterben. Der wurde im Flug noch getroffen. So, Dille. Also. Jetzt sind wir im Schiffsfriedhof und hier ist es ein bisschen entspannter. Hallo. Halt die Fresse. So, hallo Fairgriffs. Du alte Kopf. Köppel. Du Perversling. Nicht tot. Okay, hier. Wir haben noch zwei solche Vögel. Krumme Vögel sind das. Solche krummen Vögelchen. Ach, das macht mir doch nichts. Wie wär's mal bitte mit schneller sterben? Hallo? Also, es ist hier unten. Ich geh jetzt einfach weiter. Ich will das Schiff finden. Wo ist das Schiff? Der Eingang. Ach, wieso brauchen die zwei Schläge? Und wieso ist das Desync wieder? Das sind Desync-Probleme. Ja, momentan ist schon ein bisschen schlimm. Hier ist nix. Da. Da ist das Schiff. Das kaputte Schiff. Es ist ja ein Schifffriedhof. Da liegen arme Schiffe, die kaputt gegangen sind. Kaputti. Ah.
Hallo. So. Hier hat es wirklich Tintenfische. Grässlich. Wieso müssen eigentlich Feinde in solchen Spielen immer so grässlich sein? Ja, manche sind auch schön, aber ich hätte es doch gerne ein bisschen weniger horrorlastig. Dafür ein bisschen, ja, nicht so qualvoll stinkend. Ist doch schlecht für die Augen. Das macht Pickel in den Augen. So, nach dieser Aufnahme habe ich genug für heute. Das ist doch auch mal entspannend, wenn man am Samstagmorgen schon alles hat. Für den nächsten Tag oder für diesen Tag. Natürlich eher. Und dann den nächsten Tag ein bisschen locker handhaben. Also, ja. Den Tag ein bisschen locker genießen können. Und wenn es Sonntag heißt, dann ist doch auch alles noch ein bisschen besser. Heute hoffen, das Livestream, dass ich Bock habe auf den Livestream. Gut, der Boss ist down, die alle Flamme mein oder unser. Und jetzt können wir weitergehen. So, ein bisschen Air Armor tut gut. Wie viel haben wir eigentlich? Defensive Armor 53. Gott, oh Gott, sind wir noch schlecht. Ja, mit dem Ding kann man recht schnell mit dem Duellanten, mit dem. Wie heißt der? Duellisten, genau, kann man sehr schnell an Ding bekommen, an Armor durch diese Iron Reflexes. Und dann kann man hier zum Beispiel durch 30% Evasion Rating, das wird alles in Armor umgewandelt. Hier hat es doch auch irgendwo Evasion Rating hier, aber das ist jetzt nicht viel. Hier haben wir zum Beispiel, ah oh nein, das ist Accuracy Rating. Hier oben haben wir Evasion Rating, hier haben wir Evasion Rating, aber auch nicht so viel. Ja, da kann man eigentlich recht hoch kommen. Aber das werden wir erst viel später holen. Dann brauchen wir recht viele Armor-Sachen dort oben beim Tempel. Und so weiter, damit die physischen Monster nicht so viel Damage machen. Also, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir dann uns das nächste Mal wieder. Und ja, wir kommen vorwärts. Wir haben viel eigentlich erreicht heute. Und ja, dann kommen wir in den zweiten Akt mit diesem Charakter. Und ja, das wird hoffentlich ein bisschen leichter als mit dem Lightning Strike. Also der dritte Akt dann, der war ja schlimm. Wegen den Mana-Kosten und so weiter. Also jetzt schauen wir noch kurz, wie viel der hat und wie viel der. Also der hat den Life ist doch besser, oder? Nehmen wir die mit Life und die legen wir hier hin. Das nimmt uns sowieso niemand raus, weil der eine Offizier weg ist. Und der Anführer auch eigentlich. Oh, nicht schlecht. Aber so ist es. Nein, das ist nichts. Brauchen wir noch nicht. Critical machen wir nicht. Und Ding brauchen wir nicht. Resistenzen
weil die Gegner so wenig Ding haben. Machen wir mal hier alles rein. So. Also eben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, macht's auch nichts. Und ja, könnt gerne Verbesserungsvorschläge posten. Ihr könnt Kommentare posten, wie ihr das Let's Play fandet oder was so lustig war oder was spannend war, was nicht so gut war. Alles mögliche. Also ja, wenn ihr Bock habt, dürft ihr das machen. Und der Like-Button, der ist hier unten, der dürft ihr auch gerne drücken. Den Dislike-Button, den ignoriere ich meistens. Aber ja, da kann ich sehen, die Videos kommen nicht so gut an. Ich muss mich ein bisschen verbessern, aber bitte seid fair und ja. Also bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss.